In den Medien gibt es in den letzten Wochen und Monaten kein anderes Thema mehr. Die verschiedenen Corona-Varianten, Delta, Omikron und das restliche griechische Alphabet. Welche davon wütet gerade wo und wie schlimm? Was bringen die Impfungen und welche Symptome lösen sie aus? Doch wie entsteht überhaupt eine neue Corona-Variante und worin unterscheiden sie sich voneinander? Es wird Zeit, genau das herauszufinden. Prinzipiell kommt kein Virus auf die Idee, freiwillig zu mutieren. Viren sind per Definition kein selbstständiges Lebewesen, weil ihr Überleben vom Stoffwechsel der infizierten Wirtszelle abhängt. Deswegen kann eine Mutation auch immer potenziell ein Todesurteil für das Virus sein. Um den Mechanismus hinter der Entstehung neuer Varianten besser zu verstehen, müssen wir uns daher die Virusvermehrung ein klein wenig genauer anschauen. Damit sich ein Virus vermehren kann, muss es zunächst sein Erbgut vervielfältigen. Im Falle der Coronaviren handelt es sich um RNA. Das Enzym, welches diese Vervielfältigung bewerkstelligt, ist die sogenannte RNA-Polymerase. Jedoch arbeitet die Polymerase nicht 100% fehlerfrei. Immer wieder kommt es dazu, dass aus Versehen ein falscher Baustein eingebaut wird. Als Folge kommt es zu Änderungen im Bauplan und an der betroffenen Stelle wird eine andere Aminosäure ins gebildete Protein eingebaut. Diese eine winzige Änderung kann die Struktur des gesamten Bauwerks verändern. Bei Coronaviren gibt es jedoch noch eine Besonderheit, nämlich kann das Virus Korrektur lesen. Das heißt, nach getaner Arbeit fährt ein weiteres Enzym noch einmal über den kopierten Bauplan und schaut, ob alles richtig gemacht wurde. Auch menschliche Zellen haben einen ähnlichen Korrekturmechanismus. Dadurch können eventuelle Fehler entdeckt und behoben werden, bevor ein Schaden auftritt. Jedoch klappt auch dieser Mechanismus nicht zu 100%. Bei menschlichen Zellen gäbe es noch viele andere Korrektur- und Kontrollmechanismen, um die Entartung von Zellen und damit die Entstehung von Krebs zu verhindern. Über diese weitaus komplexeren Mechanismen verfügt das Virus jedoch nicht. Und somit kann der Defekt an die nächste Generation weitergegeben werden und eine neue Variante ist entstanden. Solche Veränderungen im Erbgut des Coronavirus treten ständig auf und führen zu den verschiedensten Virusvarianten. Die meisten von ihnen haben aber nur leicht veränderte Eigenschaften gegenüber dem ursprünglichen Virus und sind daher kaum von Bedeutung. Andere hingegen sind sogar weniger gefährlich als das ursprüngliche Virus, zum Teil sogar komplett unfähig, sich auszubreiten und gehen deshalb schnell unter. Doch hin und wieder kommt es dazu, dass sich einzelne Mutationen als vorteilhaft für das Virus erweisen, weil das Virus zum Beispiel infektiöser durch sie wird. Durch Anhäufung einzelner Mutationen entstehen somit neue, besser an den Wirt angepasste Varianten. Das nennt man Evolution durch Mutation. Doch heißt das jetzt, dass wir in Zukunft mit immer tödlicheren Varianten konfrontiert werden? Nun, wahrscheinlich nicht. Denn es ist für ein Virus aus taktischer Sicht unklug, seinen Wirt, auf den es unweigerlich angewiesen ist, schneller umzubringen, da es ja dann seine eigene Vermehrung und Ausbreitung selbst behindern würde. Aber dennoch können immer wieder neue, besorgniserregende Varianten entstehen. Die WHO unterscheidet zwischen den Variant of Concern, bei denen in wissenschaftlichen Studien bewiesen werden konnte, dass sie ansteckender und/oder tödlicher sind, und den Variant of Interest, bei denen so etwas vermutet, aber noch nicht bestätigt wurde. Die Namensgebung erfolgt ja bekanntermaßen zur internationalen Vereinfachung nach dem griechischen Alphabet, von Alpha über Beta, Gamma, Delta bis Omikron, Lambda und Mu. Falls ihr euch fragt, was aus den anderen Buchstaben dazwischen geworden ist, diese wurden zwar ebenfalls vergeben, jedoch haben diese Varianten sich nie durchgesetzt und sind dadurch kaum jemandem bekannt. Die derzeit wichtigsten Varianten, Delta und Omikron, unterscheiden sich dabei an besonders vielen Stellen ihres Erbguts von den anderen bisher beschriebenen Varianten. In der Delta-Variante finden wir im Vergleich zum ursprünglichen Virus 13 Mutationen, davon 7 im Spike-Protein, das das Virus nutzt, um an menschliche Zellen anzudocken. Bei der Omikron-Variante sind es sage und schreibe 60 Mutationen, 32 davon betreffen das Spike-Protein. Dabei sind insbesondere diese Mutationen im Spike-Protein von enormer Bedeutung, denn durch sie wird das Coronavirus besser darin, an menschliche Zellen anzudocken und sie zu infizieren. Damit wird das Virus ansteckender oder es führt dazu, dass Antikörper, die nach einer vorherigen Infektion oder aufgrund einer Impfung gebildet wurden, schlechter binden können. Die bisherigen Daten lassen darauf schließen, dass Omikron nochmal wesentlich infektiöser als die bereits hoch ansteckende Delta-Variante ist, dafür aber auch häufiger zu milderen Verläufen führt.
Während man bei Delta noch ein um mehr als zweifach erhöhtes Risiko für eine Krankenhauseinweisung gegenüber der Alpha-Variante hat, ist das Risiko für Hospitalisierung bei Omikron 80% niedriger als bei Delta. Pro nachgewiesenem Fall müssen weniger Leute ins Krankenhaus und zudem können Omikron-Infizierte häufiger auf den normalen Stationen im Krankenhaus behandelt werden und müssen nur zu einem geringeren Anteil auf die Intensivstation verlegt werden. Das könnte daran liegen, dass die Omikron-Variante die Lungenzellen schlechter infizieren kann und sich eher in den oberen Atemwegen ausbreitet. Die erhöhte Ansteckungsrate lässt sich damit erklären, dass Omikron besser die oberflächlichen Zellen der Nasenschleimhaut befällt und sich dort effizienter vermehren kann als die anderen Varianten. Dadurch sind einfach in kürzerer Zeit mehr Viren in der Nase und können zum Beispiel beim Niesen effizienter verbreitet werden. Neben der Übertragbarkeit unterscheidet sich Omikron aber auch in puncto Symptomatik von den bisherigen Varianten. Während die klassischen Symptome, also Fieber, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, laufende Nase und Husten, noch bei Delta und Omikron etwa gleich häufig beobachtet werden konnten, bringt Omikron noch ein paar Besonderheiten mit sich. Auffällig ist, dass bei der Omikron-Variante häufig von extremer Müdigkeit, Rückenschmerzen und insbesondere starken nächtlichen Schweißausbrüchen berichtet wird. Und der sogenannte Brain Fog, quasi Hirnnebel zu Deutsch, womit man Konzentrations- und Gedächtnisprobleme meint, wurde häufig von Infizierten berichtet. Auch Appetitlosigkeit wurde als neues Symptom identifiziert. Interessanterweise tritt der charakteristische Geruchs- und Geschmacksverlust aber scheinbar gar nicht mehr auf bei Omikron-Infizierten. Omikron ist zwar nicht tödlicher als Delta, dafür kann Omikron aber der Immunantwort bei Geimpften und Genesenen teilweise entkommen. Deswegen spricht man im Zusammenhang von Omikron auch oft von einer Immun-Escape-Variante. Eine zweifache Impfung schützt kaum noch vor Infektion und Weitergabe des Virus. Während der Schutz vor Infektion bei der Delta-Variante noch bei 88% für mRNA-Impfstoffe bzw. 78% bei AstraZeneca betrug, liegt er bei der Omikron-Variante nach Grundimmunisierung mit dem mRNA-Vakzin von BioNTech nur noch bei lediglich 35%. Nach 2 Impfungen AstraZeneca konnte sogar 15 Wochen nach der Zweitimpfung gar kein Schutz vor Infektionen mehr nachgewiesen werden. Das liegt insbesondere daran, dass Omikron die erste Abwehrfront durch unsere Antikörper unterlaufen kann. Die Antikörper, die nach Impfung oder Infektion gebildet wurden, können das Virus durch seine zahlreichen Fluchtmutationen schlechter erkennen und weniger davon unschädlich machen. Zudem sinken die Antikörperspiegel nach einer gewissen Zeit ab. Dennoch besteht voraussichtlich auch weiterhin ein hoher Schutz vor schwerer Erkrankung und Tod. Denn auch wenn die gebildeten Antikörper eine verringerte Wirksamkeit besitzen, hat unser Immunsystem noch eine weitere Abwehrfront, die T-Zell-Antwort. Denn T-Zellen, das sind besondere Immunzellen, erkennen das Spike-Protein auch an anderen Stellen als die Antikörper. Damit ist die T-Zell-Antwort stabiler und weniger durch Immunfluchtvarianten aus den Angeln zu heben. Und zudem haben wir noch ein weiteres Werkzeug zur Bekämpfung von Omikron, die Boosterimpfung. Durch eine Boosterimpfung können die Antikörperspiegel nicht nur wiederhergestellt werden, sondern auf ein Level angehoben werden, das sogar über dem ursprünglichen Niveau liegt. Auch wenn die Fähigkeit der Antikörper, das Virus zu binden und zu neutralisieren, im Vergleich zu anderen Varianten schwächer geworden ist, sind die resultierenden Antikörperspiegel nach Boosterimpfung so hoch, dass wieder eine beträchtliche Zahl an Viruspartikeln neutralisiert und damit unschädlich gemacht werden kann. Der Impfschutz kann durch eine Boosterimpfung wieder auf etwa 58-78% angehoben werden. Damit bleibt die Impfung auch in Zukunft das wichtigste Werkzeug, um die Pandemie zu beenden. Die neuen Varianten liefern sich also einen Wettlauf mit der Evolution und die entscheidende Frage für uns ist dabei nur, wer schneller ist, das Virus oder die Impfung? Denn auch wenn die Impfungen weniger wirksam sind, sorgen sie doch dafür, dass sich das Virus langsamer verbreitet und damit auch die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung neuer Varianten sinkt. Vielen Dank fürs Zuhören.